Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Infected, es regnet. Eieiei. So, aufstocken will ich heute endlich fertig haben. Ich weiß, wir hatten gestern die Folgen aufstocken 1 von 2 und 2 von 2. Aber ja, Kleinigkeiten, Feinheiten und so weiter, das muss noch sein. So, Bretter in den Rucksack rein. Wie spät ist es denn? Oh, hoffentlich kommt heute keine Horde. Wir haben noch nicht repariert. Nein. Ihr habt gesehen, zwischen den Folgen habe ich ein wenig Holz geholt. So, hier angefüllt. Die vier Wägen. Angefüllt. Alles wunderbar. Angefüllt. Das hat sich gut angefühlt. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen hier zu. Ja, den Wagen führe ich gerne einmal im Kreis, das ist gut so. So, super. Und hier, so, was wir hier drauf jetzt noch klatschen, ist ein Dach. Dazu nehmen wir das da. Nö. Wir machen das von innen, weil ich glaube, dass das besser ist. So. Na. Jawohl. Stimmt das so? Ja. Wird schon passen. So. Genau. Dann müssen wir das hier noch klären. Klären. So, fürs Dach. Vier Brettchen da. Dann holen wir uns noch eine Menge Leim. Sind die Brettchen schon drin? Da gehören sie noch rein. Ja, ich höre dich, aber du bist mir egal. Also egal stimmt nicht, aber... Ah, bis er irgendwo hängen bleibt. Gut. Er ist tot. So. Einmal noch hier. Dann nehmen wir... Was ist denn das Baum? Da ist das ein Bär. Keiner weiß es. So, das war hier. Dann müssen wir da noch irgendwas reinwerfen. Glas, Stahlbahn. Glas und Stahlbahn. So, den Wagen bringen wir runter. Glas und Stahlbahn. Gut. Gut. So. Wir brauchen mal Stahlbahn. Ja. 1, 2. Naja, 1, 2. Wir brauchen Schrauben. Okay. Ja, wir machen uns Schrauben. So, weil ich weiß nicht, ich habe es nicht gemerkt, wie viele wir brauchen. Was ist denn da drin? Glasbahn. Ja, Glasbahn. So, und jetzt wer? Und hier. So, dann würde ich mal sagen, werfen wir da ein... jetzt haben wir da Eisen reingeworfen. Egal. So. Und da auch noch. Und ja. So, alles voll, alles drin. Alles toll. Wir brauchen noch theoretisch 40 Leim. Aber so viel Gewicht können wir nicht tragen. Ich hoffe, keiner hat es gesehen, dass wir das eine Stück geraubt haben. Das war nicht wirklich Raub. Ja, richtig, sonst wäre es ja unter Waffengewalt gewesen. Androhung von... So. Nö, doch, hier. So. Ach so, ja. Bam. Bam. So. 40 Leim, dann haben wir das Dach. Uah! Und das müssen wir dann abreißen. So, aber das reißen wir erst später. So. Und 40 Leim. Einfach mal durchjumpen. Toll. Gut, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Das ist mal 20. Yeah. So, dann haben wir hier 10 und 10.
10. So, das rüber herstellen, ein bisschen Glas da in den Kisten-Ding. Und, ja, wir bringen es rauf. So, muss mich zurückhalten wegen Anatevka. Sorry, Mücke. Wobei, du hast es völlig korrekt angemerkt. Also nicht das ganze Musical, aber ja, einen Teil davon. Nämlich genau das Stück. Liebe Grüße. So. Weiß nicht, klingt mir in den Ohren manchmal. So, was wir hier haben wollen, sind natürlich auch Fenster. Sonstiges hier. So, die will ich zuerst in diesen. Oh, da sehe ich ja noch was. Dächer. Das muss man zumachen. Also müssen ist so eine Sache. Keiner wird was sagen, wenn es nicht zu ist. Ja, aber wir wissen es. Kein Pfusch am Bau. So, da ist es zu. Da gibt's es nicht. Gut. So, ein Holzscheit. Wir brauchen ein Byte und einen Holzscheit. Okay. Das holen wir uns schnell. Ein Brett. Und einen, zwei Holzscheiter. Zurückhalten, zurückhalten. Nö, da fahren wir nicht. So, einmal da. Jawohl. Weil es uns zieht. Einmal da. So. Ist ja egal, wir müssen ja hier auch Fensterchen machen, weil ich mir gerade überlegt, oh, wir können ja auch von hier. Na, ist das toll. Also kann ich raufgehen. So, oben brauchen wir natürlich nichts. Fischlichter und so weiter werden natürlich auch noch eingebaut, aber jetzt versuche ich mal diesen Flügel hier komplett dicht zu machen. Sehr gut. So, eins noch runter. Hier? Nö, hier nicht. Hier, hier. Oh, sind das viele Fenster. So, das war's dann. Türen machen wir auch später, aber... Ja. Was haben wir denn an Werkzeugen mit? Den Reparaturhammer. Ich würde gerne einmal mit ein bisschen Fragments durch die Gegend laufen. Und außen reparieren. Bevor die dann in der Nacht kommen. Wenn sie denn in der Nacht kommen, hab vergessen mitzurechnen. Ah, super, danke. Tür zu. Weil, boah. Ihr wisst, wir drain die einfach nicht ab, auch während wir an der Base herumbauen. Was auch ein interessantes Konzept wäre, ich hoffe, der Entwickler hört das nicht, wäre, die Horde steigt ja immer um einen Wemby pro Nacht. Ui. Bis zur Maximalanzahl. Und das wäre ein interessantes Konzept, wenn es keine Maximalanzahl gäbe. So. Und ich finde schon gut, dass man es abschalten kann und so weiter. Das finde ich schon gut. Aber wäre ein interessantes Konzept, würde ich persönlich feiern, wenn jede Horde einer dazu käme. Man kann es ja machen so alle 10 Tage oder so. Aber einer mehr. Und das aber ohne Limit, meine ich. Das wäre schön. Wäre dann wahrscheinlich natürlich auch ein Performance-Problem irgendwann. So. Wäre aber so ein toller Modus, wo man sagen könnte, jede Horde ist einer mehr. Ich hoffe, das ist das Ray.
So, irgendwann möchte ich da eine Gurke. Irgendwann möchte ich da auch noch eine mehr einsetzen. Ah, da wurde schon eine zerstört. Da hatten wir auch mal mehr, oder? Ich glaube, da waren auch mal mehr. Egal. Egal. So, und da müssen wir natürlich das auch noch vervollständigen. Und am Ende hätte ich gerne zwei Reihen von Eisenspitzenfallen. Einfach so. Weil es geht. So, wie spät haben wir es denn? 11, das ist gut. So, wir machen dazu. Wunderbar. Genau, die räumen wir weg. Sehr gut. So, Schräubchen kommen wieder da reinchen. So, wir nehmen das Zeug raus. Das Zeug raus. Oh, da haben wir viel. Wir werden... Na, da schwing ich mal den Hammer. So, wir werden natürlich wieder am Thema Strom auch weitermachen. Natürlich, natürlich. So. Aber zuerst möchte ich den linken und den rechten Flügel natürlich fertig haben. Natürlich. Egal. So, was haben wir noch? Alles gut, das nehmen wir mit. So, alles da rein. Hier. Dann haben wir hier noch Shit ziehen. So, und dann einfach nochmal 10. So, es ist 11. Ich glaube, heute ist Horde. Es ist Horde-Tag. Das heißt, wir legen uns kurz hin. Ja, die Fenster will ich zumachen. Dann noch ein paar Türen rein. Dann ist das dicht. Dann kann man dieses Häuschen da abreißen. Na, sag ich doch. So. Ich überlege gerade, will ich Horde draußen haben? Will ich Horde drinnen haben? Ich will auf jeden Fall den Warten draußen haben. Okay, von da hinten. Ach, wie schön. Dass niemand weiß, dass ich auf die Horde beiß. Nein. Ich wollte was anderes. So. Die machen mir alles kaputt. So, außerdem möchte ich irgendwann auch mal wieder einen kleinen Ausflug machen. Weil ich da drüben gerade den Truck sehe. Ja, sie wollten mich wieder binden. Ein Seil, um mich zu binden. Na, 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 na. Kurzer Moment, Pause. Da hinten hat einer Poff gemacht im Wald. Und Wegwacher, Poff, Wegwacher. So. Fünf Federn. Ja, einer weniger. Ja, wobei die Fasern würde ich gleich wegwerfen. Ja, dass ich Engegaben auch noch. So. Da liegt noch einer. So. Ja, so, dann machen wir mal das. Sache ist erledigt, würde ich mal sagen. Gorka.
So, eigentlich wollte ich mich hinlegen. So, die Teile da rein, dann haben wir da und da. Da, 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 da. So. So, fertig hinlegen und dann würde ich gerne mit euch heute die Fenster, wobei, ob sich das in der heutigen Folge ausgeht, aber wir probieren es mal. So. Und bam. Ich wurde auch gefragt, gibt es hier irgendwo ein Ziel oder kann man da nur bauen? Nö, Ziel gibt es im Moment nicht. Wir müssen das Zeug auch weglegen. Jetzt füllen wir uns da das Inventar sinnlos an. So. Und wir brauchen es jetzt allein schon wegen dem Platz. So. Rinde. Kommen wir dann auch den Leim rüber. So. Ja, Technik haben wir alles geholt und so weiter. Das heißt, ja, es geht nun noch um Bauen. Und das machen wir vorzüglich. Lassen wir das raus. So, das bisschen Kupfer. Und das blaue Zeug tun wir da in die Kiste. So. Hallo Rabbi. Machen das auch mal raus. Ein bisschen Alu. Ein bisschen ist gut. Wir haben schon ganz schön viel Alu. Das bringt mich auf die Idee mit Windrädern. Wir sollten mal was mit Windrädern machen. So, und hier auch noch. Yeah. Blaues Zeug und Kupfer. Das blaue Zeug kommt wieder hierher. So. Jetzt holen wir uns noch 20 Sand, dann können wir noch eine Ladung Glas machen, weil wir brauchen Glas ganz viel. Ja, wir brauchen es nicht nur fürs Glashaus, sondern drüben auch, damit wir das dicht haben. Ich möchte den Wohnturm fertig machen. Mach ihn fertig. Ja. So. Dass der so richtig dicht ist, zugemacht und fertig. So, super. Das Glas ist da. Hippie-Pura. So, dann werden wir da auch noch ein bisschen zerlegen im Innenhof. Oh, es sind Flugstöckchen. Toll. Naja, so. Ah, so geht's aber. So, na dann rein wir uns. Warum ich die Tür noch zumache, ich weiß es doch auch nicht. So, ein Stückchen. Machen wir da. So, die sind überall drin. Dann machen wir mal hier noch Stückchen draus. So. Nein. Und er hier. Yeah. So, im Endeffekt, ihr werdet sehen, das geht ganz gut. Ja, wir müssen viel mit Stöckchen herumbasteln, aber es geht ganz gut, es geht ganz schnell. Wir haben wieder Flugstöckchen dabei. Und hier, so wie hier. Zurückhalten. So, Flugstöckchen bleiben weg. Schade aber auch. Ein bisschen Stöckchen. Und wir haben da hinten auch noch Stöckchen. In den Ständern hier. Die nehmen wir jetzt auch gleich mit. Die werden wir leeren.
So, bis wir nichts mehr tragen können. Moment, vorher will ich aber noch ein bisschen ein Glas mitnehmen. Warum? Weil das macht Spaß mit dem Glas. So. So. Da waren wir. Yeah. Yeah. Die müssen wir natürlich auch noch verteilen. Yeah. Yeah. So, der Stock ist fertig bis auf die Türen. Und die Türen sehe ich echt als das kleinste Problem. So, jawohl. Dann haben wir hier und hier. Sehr schön. Jawohl. So. Wir brauchen noch Stöckchen. Aber letztlich gar nicht mehr so viele. So, 30 Sand haben wir auch. Naja, nicht ganz. Hier liegt mal was weg. So. So, damit wir schön Glas machen. Damit wir schön Glas machen. Und Glas machen. Ja, sind viele Fenster, aber wir wollten das mit den vielen Fenstern ja auch. Ich leg da ein bisschen Sand rein. Einfach so, bis die Kiste voll ist. So, wir wollten das ja auch mit dem vielen Glas, mit den vielen Fenstern. Weil Glas macht uns Spaß. So. Wunderbar. So, jetzt holen wir uns weitere Stöckchen. Stöckchen. Die holen wir uns von da. Wie gesagt, wir leeren diese Ständerchen. Gleich kommt es wieder. Nö, falsch. So, dann machen wir zuerst mal den hier. So, wir brauchen ja für den oberen Stock auch noch immer ein bisschen Feuerholz. Und für die Küche auch noch. Ich finde das ganz nett. Mit dem Feuerholzständer neben dem Lagerfeuer in der Küche, das finde ich noch immer gut. So, das hier. So, in dem Stock alles fertig. So, wunderbar. Sehr gut. Ich habe jetzt echt keine Zeit für dich. Ja, ja, stirb. So, Stückchen drin. Stöckchen drin. Wahnsinn. Die Menge an Stöckchen, die wir da verwursten. Es tut. So, und da oben dann noch. Haben wir noch? Ja, wir haben noch ein paar. Aber dann werfen die da oben auch noch rein. Weil wenn wir sie schon in der Hand haben. In der Hand. Nö. Jetzt haben wir gar nichts mehr in der Hand. Super. Ja, ich wollte gerade. Das ist nicht gut. Da brichst du dir was. So. So, na dann. Ups. So, na. Haben wir noch Platz? Ein bisschen ist noch da. Wir holen uns das Glas. So. So. Würde ich sagen, 10 werfen wir da rein. Keine Ahnung, ob es 10 jetzt sind. Wir werden es gleich sehen. Hm. So, die 2 lassen wir noch da. Und schauen, dass wir noch ein bisschen Holzstöckchen mitnehmen können. Stöckchen. Nimm den Stock mit. So. Ja. Das finde ich gut. Finde ich gut. So. Also von da oben wird kein reinsehen, aber es zu haben ist gut. Und von innen die Aussicht ist auch ziemlich gut. Finde ich echt gut. So. Glas. Oben sind wir mit Glas fertig. Genau. Brauchen wir nur noch Stückchen.
Super. Alles verteilt. Herrlich. Genial. So, wir machen uns noch Stöckchen. Ah, 2020 vom Sand. Nein. So, das Eisen lassen wir da. Verdammt, die Kisten sind voll. Da auch noch. Hier. So, Sand ist drin. Sand, Eisen. Die Fragments, die guten. So, dann haben wir hier. Und hier. Und die paar restlichen dahin. So, gleich haben wir es für die heutige Folge. Dann sind wir mit dem Glas durch. Morgen machen wir noch ein bisschen Türen und Ziegel. Ziegel haben wir genug. Also Ziegel sehe ich jetzt echt nicht so als Thema. Das ist kein Thema. So. Was wir alles gemeinsam geschaffen haben da, ist schon viel. Ist schon viel. So. War da jetzt noch was offen? Finde ich noch immer gut. Es ist gut. So, mit Beleuchtung dann von innen noch, damit das auch so rausscheint. Das wird sehr fein. Sehr, sehr fein. So. Dann der Mittelstock. Habe ich da. So, da fehlt noch viel Glas. Und natürlich Türen. Das mit den Türen ist aber echt nicht so das Problem, weil da brauchen wir... Oh, Feuerholz. Bisschen Feuerholz, Feuerholz. Feuerholz. Okay, das war's. Nur noch Feuerholz. Sowas aber auch. Okay. Nur noch Feuerholz. Das ist kein großes Thema. So, abgelegt. Bisschen Glas in die Tasche. Hier. So, das werfen wir da rein. Einfach so, damit wir es reingeworfen haben. So. Und voll ist er. Yeah. So, Feuerholz, 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 Feuerholz. Ups, Feuerholz, dann Feuerholz, wichtig, und Feuerholz. Ah, schön. So, die Stöckchen legen wir dann weg. Und Stöckchen sind weg. Wir haben dabei ein bisschen Glas, ein bisschen Feuerholz und hoffen, dass das passt. Hier. Und er hier. So, ich glaube, wir sind durch. Wir holen uns jetzt noch ein Brettchen. Dann machen wir nämlich heute auch noch die Brettchen lassen wir. Nein, die lassen wir nicht da. Den Brettchenständer stellen wir da her. Den Brettchenständer stellen wir. Ja, die Kürbisse kann man natürlich noch woanders hin. Den stellen wir da. Wir holen uns frisches Holz. Aber nicht ewig viel, weil ich will ja nur ein paar Türen zumachen. So, wir fangen ganz oben an. So, da brauchen wir auch eine Tür. Türe. Wunderbar. Geht sogar nach außen auf. Freue ich mich noch mehr. So, dann haben wir hier eine Tür. Wunderbar. Wir brauchen neue Holzscheite. Jetzt können wir die holen von hier vom Dach. Du, 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 du. So,
mal das hier. So, hier brauchen wir eine Tür. Ja, hier brauchen wir eine Tür. Ja. Und hier brauchen wir eine Tür. Ja. Wir fangen mal mit der an. Wunderbar. Die machen wir zu. Die wird dann abgerissen. Dann gibt es noch die hier. Ja, wir brauchen neues Holz. Nein, 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 nein. Eines müssen wir natürlich noch machen. Ich möchte die Holzscheite aus der Hand legen. Sonst blockieren uns die ein bisschen das Inventar. So. Wir haben genug Holz dabei. Nehme ich mal an. Jawohl. So. Meine Lieben, von der Zeit her, wir müssen die Folge leider beenden. Lass. So. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Morgen 10:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.